Was? Du kannst mich gar nicht sehen. Hey, was? Ihm nach! Ich schlitze dich auf! Nein, Schnitt doch! Ich krieg dich! Ha! Mir entkommt keiner! Was gefunden? Bisher nicht. Hey! Das war's! Stirb! Du bist so gut wie tot! Alter, die sehen mich. Du Wurm! So lange da! Was? Da bist du ja! Hey! Hey, was? Hier in den Busch.
Ich würde sagen, wir müssen nur in die erste Etage oder so. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Ein Schlüssel. War ja einfach. Ich glaube, das wird dann noch schwerer. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siwa. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Ja. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Earded Eudorus töten. Naked? Ja. Naked von. Hey! Hey, was? Hey, sieh dich da draußen mal um. Ich glaube, da war irgendwas. Mal Rückendeckung her. Hey, was? Du hättest nicht herkommen sollen. Das gibt's nicht. Das wäre jetzt so geil, den hier einfach runterzuschmeißen. Oh, das geht. Das geht. Das geht jetzt. Hm.
Tschüss. Schon sein halbes Gang. Ist der schwerer als die? Oh. Hinstellen. Jetzt aber. Ja, geht doch. Das ist ja nicht so schwer. Das ist gut, was nachher. Super. Wieder so ein fetter Kerl. Alter. Patsch. Okay. Alter Schwede. Gleich mal hier die Absel abkürzung. Ich glaube, wir bleiben auf den Dächern. So viel wie hier rum, man. Guck mal, die können wir gar nicht alle markieren. Ey. Das ist ja ein bisschen viel. Ich glaube, dann sind wir Level 20 oder so. Guck mal, hier ist wieder normale Straße. Ja. Wir sind aus dem Palast raus. Yoda, halt! Nein. Es ist ruhig heute. Wusstest du es nicht? Iudorus ist im Badehaus. Also, ich würde sagen, kann ich wieder was kufen und verkufen. Das wäre auch mal wieder nicht schlecht. Gib den Weg frei! Ruhe hier. Hast du die Verträge schon vorbereitet? Allerdings, allerdings. Ich würde sie mir gerne ansehen. Besonders den für diesen Herodes. Das ist ein glatter Kerl. Das müssen Zwillinge sein.
zwei Zwillinge, die sich miteinander unterhalten. Und die anderen Zwillinge sagen genau das Gleiche. Okay. Wir spielen jetzt Bademeister, oder was? Okay. Aresto will Eudoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich. Seine Frau? Die wird auch immer gleich hysterisch wegen gar nichts. Eudoros hat ganze Absätze aus Aristos Buch über den Nil abgeschrieben. Kyros wählt seine Pferde schlecht aus. Und hast du seine Frau gesehen? Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Mhm. Alter. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Das Badewasser ist viel zu lau heute. Nicht mal das kriegst du hin. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Mein Herr, wirst du angemessen bedient? Es geht. Lass die Handtücher bereitlegen. Don't. Ja, die Klinge ist etwas gemein. Stirb! Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch? Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis, der Herr der Duat erwartet dich. Also war es doch unser Sohn. Den wir... Ja. Eudoros, ermordet! Bei den Göttern, er wurde ermordet. Seht nur das Blut! Aber er war doch so schön. Es ist Eudoros, arme Seele. Schön scheiße war der Typ. So, ne, jetzt wieder hin, da lang. Uns überrumpelt heute nichts. Wir gehen jetzt mal da lang.
Was gefunden? Noch nicht. Dafür spricht die Scheiße hier nicht ein, ey. Tschüss. Alter. Wir haben da unseren Finger gerade verloren. Durch die Klinge. Ja, langsam werden wir zu einem Assassine. Langsam muss ich schon. Das wird der Runterkopf in der Mission. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Da haben wir noch eine Nebenquest. Das ist doch der Palast, ne? War das der Palast? Nee. Oh ja, Mann. Ja, Teatro oder Kolosseum. Ne, Kolosseum war kreisrund oder oval, ne? Teatro. Da haben wir einen Ausguckspunkt. Ja, Leute, das ist Alexandria. Ja, dann machen wir an dieser Stelle erstmal ein bisschen Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder in Alexandria. Und, achso, wir wollen ja noch Tiere jagen gehen. Das können wir natürlich auch noch. Da unten war eine geile Stelle, hier. Und, ja, einfach mal überraschen lassen, ne? Hier war Sperrgebiet, den Hauptmann haben wir auch schon gemacht. Da sind wir ja reingeritten. Geiernest, Tier töten. Okay, da sind wir vorbeigestiefelt. Boah. Wie sind wir eigentlich da hingekommen? Ja, stimmt, wir waren ja hier in der Stadt. Und sind dann nach Alexandria hochgeritten. Genau, so haben wir das gemacht. Was haben wir hier noch? Krokodilnest, Tier töten. Ja, ich sehe, wir haben ja noch einige Tiere, die wir uns holen können, um dann unsere Sachen auch aufzurüsten. Ich glaube, da haben wir nichts mehr, ne? Wir fehlen uns diese komischen Steine, Holz. Auch hier wieder diese Steine. Die verdeckte Klinge. Auch hier den Schaden der versteckten Klinge. Das ist natürlich genial. Endlich haben wir sie. Ich freue mich. Hat auch ganz schön lange gedauert, finde ich, im Gegensatz zu den anderen Teilen von Assassin's Creed ging das immer relativ schnell. Zweite Bube, Schwebemodus. Das wollten wir nochmal, ja. Und wir wollten... das da machen. Ganz wichtig. Gefeile, du kannst hier mit 4 auswählen. Ja, da brauchen wir auch 2 Punkte. Okay, dann sammeln wir das noch. Was haben wir hier? Handelsvertreter. Die Produkte und Plunder mit 25 gewinnen. Natürlich auch nicht schlecht. Okay, machen wir das noch. Dann gibt es ein bisschen mehr Kohle. Material verkaufen, Schulmaterial, Geschäften kommen, Schmiede, Weber, verkaufen Unterschied, Materialtypen. Okay, dafür brauchen wir dann 2. Das machen wir dann. Aber
in der nächsten Folge. Und momentan haben wir ja auch noch einiges. Opiumfeier. Plunder. Genau. Wie auch immer. Haben wir hier was Neues? Kann man eigentlich kleiner machen? Nee. Alle etwas schlechter. Ach hier, neue Ding haben wir. Bade als du. Ach, jetzt kann man Bade dran machen. Okay, ne? Ohne Bart sieht man schöner aus. Find ich. Alter Schwede. Nee, Leute. Wir nehmen die Montur mit so runter. Jawohl. Jetzt gucken wir nochmal hier. 111 Bluten bei Treffer. Boah. Nehmen wir über den. Schild. Haben wir nichts Neues. Und hier haben wir auch nichts Neues. Okay. Aufrüsten. Können nur nichts, uns fehlen die Materialien. Alles klar, haben wir alles gemacht. Sind wir gut vorbereitet für die würde ich sagen, für die nächste Folge, ne? Bis dahin.